So, guten Morgen, die Instagramer, die sind, hier, die sind schon fleißig im Hacken hier. Die sieht nochmal wunderschön Müll. Guck, macht Formcheck hier, da im Spiegel noch. Auf jeden Fall, was ich vorhin gesehen habe, war gut. War gut. Hier ist schon Koffer gepackt, hier dann. Weil die ja gleich danach los wollen. Ich mache Frühstück hier, Isolat Way. Reispudding habe ich schon raufgeklatscht hier. Jetzt gibt es noch einen Isolat Way da oben drauf hier. Reispudding. Isolat Way, das ist mein typisches Frühstück. Typisches Frühstück, was ich euch ans Herz legen kann nur. Ja. So. Ja, so. 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 Ja. So mach's. So. Guck mal, Rico, bei dir kommen die Adern richtig raus, ne? Bei dir kommen die Adern raus. Zeig mal, Rico, die Adern. Ja, guck mal auf seiner Wade. Oh, die Wade sind Adern. Digga. Zeig mal die Wade. Zeig mal das Bein. Zeig mal die Wade. Zeig mal was. Bro, du musst noch wieder rangehen. Mit der Sonne, der sieht aus wie ein Terminator, Alter. So sieht's aus hier. So wie gesagt, hier, jetzt hat man dein Mehlprep. Hast du schon eingepackt alles? Ist schon alles drin. Ja. Selbst der Kameramann macht Bodybuilding. Er hat sich hier noch Nudeln gekocht. In dem Kochtopf hier. In dem Kochtopf erstmal Nudeln gekocht. Ihm ist egal, sagt er. Das ist halt dran. Ein bisschen Schwefel tut auch mal in den Körper. Das ist halt für den Stoffwechsel, für den anabolen Effekt. Ja, genau. So, hier ist noch, der Kühlschrank ist schon gleich leerer, weil die packen schon ihre Sachen, wie gesagt, die wollen ja beide. Meine Pizza ist noch drin. Hier ist noch Valerie sein Kram. Hier habe ich mir mein Zeug gemacht, habe ich auch mal ein paar Nudeln gekocht. Aber ich nehme ja Vollkornnudeln nicht mehr. Da seht ihr das mit Tatar. Ja, sauberen Topf, ne? Ja, guck mal, das Tatar. Das sind Vollkornnudeln, 200 Gramm. Und Tatar. Ja, gut, das kann man machen. Aber was ich geil finde hier, echt die Tatar-Dinger sind geil. Hier, das ist Tatar. Das ist Standard hier in Polen. Aus. Das ist Standard hier in Polen. Ja? Sowas brauchen wir auch. Ja, sowas wäre in Deutschland geil. Aber wie gesagt, das Ding ist ja schon gewürzt hier. Also da brauchst keine. Ich hab den ersten Tag den Fehler gemacht. Ich habe dann noch. Kannst du ja so in die Pfanne hauen. Nochmal Würzung drauf gemacht, da war das ganz schön geil. Mein Mehl. So sieht's aus. So. Also ihr verlasst uns nachher nach dem Wettkampf, ja? Yes. Jo. Erst essen, dann. Wir essen alle zusammen. Und danach fahren wir die Nacht durch, weil in der Nacht kommt man am schnellsten durch. Und da möchte auch jemand seine Frau überraschen, weil sie morgen Geburtstag hat. Ich hab meiner Frau gesagt, die hat ja Sonntag Geburtstag, dass wir erst Sonntagmorgens erst losfahren, so gegen 12 Uhr mittags. Wollen wir noch Videos drehen müssen, das heißt, dann werden wir erst so um 9 Uhr, 10 Uhr abends zu Hause, wenn überhaupt. Oder noch später. Deswegen überraschen wir sie und bin dann schon um 5 Uhr morgens noch so zu Hause, früher. Ihr könnt übrigens, wie gesagt, immer noch zu den Codes 20% sparen. Codemasse. Haben wir noch die Wettkampfaktion. Ja. 20% auf die Produkte bei Neosubs, auf alle Produkte im Sortiment. 20%. Und am 80er Mindestbestellwert gibt es hier. Ist nicht da. Aber egal. Glutamin, Kreatin, Beta-Alanin, alles was uns das Herz hergibt, Enzyme, Vitamin C. Auf jeden Fall gibt es ab 80 Euro eine 300 Gramm Dose Whey dazu. 300 Gramm Dose, die haben alles schon aufgefressen. Geschmäcker könnt ihr euch aussuchen. So aus. Was hast du dazu? So, genau und nicht anders. Genau. Umsonst. So, okay, wir essen jetzt Frühstück und dann geht's in die Halle nachher. Rico muss noch Training machen. Sehr gut hier. So, hier sind wir. Eine mega Backstage-Halle, aber so das ist geil, das ist wirklich selten. Ne? Okay, guck das mal an, wie das alles. Also hier ist wirklich. Hier kannst du dir was Essen kaufen. Das Problem ist, Klamotten. Kann sein, dass nachher hier darfst du dich warm machen. Und Backstage darfst du ohne Betreuer nur. War damals so. Ja, genau. Also dass du Backstage ja ganz alleine sein musst, weißt du? Ja, da dürfen nur Athleten hin, ne? Ja, meine ich ja. Weil normal saß er mit Pumpermann. Hier ist gleich auch schon Panning, also die Leute werden hier auch angemalt, hier angestrichen. Und genau, hier können sich die Leute, sag ich mal, fertig machen, ein bisschen ausruhen, liegen. Ist natürlich viel los, viel Trubel. Aber dennoch ist es sehr geil aufgemacht, auf jeden Fall sehr, sehr viel Platz, was gar nicht so üblich ist auf normalerweise. Normalerweise ist es ziemlich eng. Hier haben wir eine Riesenhalle, das ist wahrscheinlich so ein Basketballplatz hier, so in der Art. Und auf jeden Fall sehr, sehr geil hergemacht. Also Hut ab vor
vor der MPC in Polen. Kann sich auf jeden Fall sehen lassen, ja. Wir sind sehr gespannt auf den Wettkampf. Und ja. Hallo zusammen, hier ist nicht der Mr. Masse, sondern der Joshua. Ich leite das Marketing bei Smilodogs. Und weil die Jungs so freigebig waren und alle Exemplare von den schönen Smilodogs Deutschland Trikots entweder verschenkt haben oder sie einfach irgendwie mitgenommen wurden, hat es gar keins mehr da, um es euch zu zeigen im YouTube-Video. Die sind ab sofort im Shop erhältlich. Ich wiege ungefähr 90 bis 95 Kilo. Ich trage XL, das passt super. Ist richtig schöner Trikotstoff, sehr hochwertig und auch richtig ein bisschen Bodybuilder-mäßig. Ich gehöre leider nicht dazu, aber kann man sehr gut tragen. Die gibt es ab sofort und zwar gratis. Wenn ihr im Shop für mindestens 50 Euro einkauft und natürlich den Code Masse nutzt, könnt ihr euch im Warenkorb 1 gratis sichern und auch noch weitere kaufen, wenn ihr möchtet, und zwar zum Selbstkostenpreis von 9,99 Euro. Aber das ist noch nicht alles, das Beste kommt erst noch. Es gibt 20% auf alles mit dem Code von Steve Masse und zusätzlich kostet jeder Hoodie, Zipper und Jogginghose nur 25 Euro. Das ist zum Beispiel einer von den neuen Hoodies, die super, super beliebt sind in 3, 4, 5 verschiedenen Farben. Guckt mal in den Shop. Holt euch schöne neue Sachen mit dem Code Masse und nehmt euch auch ein schönes Trikot mit. Und dann hoffen wir natürlich, dass unsere Jungs Europameister werden und wir das alle zusammen im schönen Smilodogs Deutschland-Trikot feiern können. So, im Grunde ist das wie eine Wand streichen. Ja? Okay. Nee, ist es nicht. Die Haut zieht das sofort auf. Ist mal leicht zum Anprobieren. 100%. Ja, der Vorteil, dass wir draußen sind, die Farbe trocknet sehr schnell. Es ist hier ein leichter Wind, es ist warm. Und man schwitzt auch nicht so sehr. Keine schon braun. Also. Hey, da bist du. Grüß dich. Aber dir, alles gut? Ja. Schon braun, schwere Farbe. Ja, war ein bisschen Solarium. So gut aus. Ja, ich bin zufrieden. Seh mal, ich bin mal gespannt. Classic oder was denn? Nein, nein, ich bin gesagt immer noch Mans Physik. Aber ich bin jetzt bei den alten Hasen auf Masters. Achso, 35, ja? Wie alt bist du? 35. So, du bist gerade reingerutscht. Gerade reingerutscht, ja. So, so, cool, ja. Jungfräulich. Ja, danke dir. Wie lange ist her, ne? 2019 oder so? Puh, schon Ewigkeit, ja. Schon Ewigkeit. Ja, Ewigkeit. Da haben wir ja gar nichts mehr gemacht. Ja, ja, ja. Jetzt gucken wir mal, wieder ein bisschen Blut geleckt. Jetzt mal gucken. Danke dir, mein Lieber. Später, ne? Mike Ciesla, also mach für meinen Kanal jetzt. Ne? Hast du mich? Mhm. Für meinen YouTube-Kanal. Phil, für meinen. Mike Ciesla ist auch hier. Unser Trainingskamerad von gestern. Hallo? Marc Heidelbeeren. Für Schokoway. Das ist Mousse Schokolade. Das ist was wie Reis dazwischen. Reis. Reis und Mousse Schokolade. Und Mousse Schokolade. Geil. Geiles. Ja. Das ist geiles. Das sind 140 Kohlenhydrate vom Training. Vom Training jetzt. Wie lange? Du machst du wie Valerie, da machst du mal genau eine Stunde vor dem Training. Musst du machen. Ich auch jetzt. Eine Stunde. Ja. Gut, wir sind jetzt egal, ob es 45 Minuten oder Stunde 15 oder so, scheiße drauf. Ne? Was willst du trainieren? Heute machen wir Brust und Schultern. Schultern. Ja. Also ich werde. Ja, mit dem anderen Kollegen hast du gesagt, ja. Ja, ich werde Rico heute erst im Classic Physik sehen. Weil Mains Physik kann ich mir leider nicht geben. Ja, gut. Hat er schon gesagt für dir, ja? Mhm. Physik ist mir zu homosexuell. Ja, ich hab ja. Beine dafür. Beine hat er, ja. Aber die ist jetzt muskulös und wird trotzdem nicht gut gewertet. Was wollen die sehen? Vor allem den Fenster schade, weil man so wenig Posen macht. Ist ja nur so stehen. Ja. Stehen, keine also, Posen. Keine Posen. Willst du das nicht auch machen mal, als Comeback? Mens Physik? Mach das. Das wäre mir zu wenig, ganz ehrlich. Aber Classic oder was? Nee. Nein, das. Ich gehe zum Tanzen hier, zu der Musik dann. Aber freue dich auf meine Kühe. Yeah. In der Classic? Ja, freue dich auf meine Kühe. Ja, wird gut. Gehst du durch? Letzte 10 Sekunden vom Dubstep und dann gehe ich richtig durch, ja. So, jetzt aber, jetzt. Cool, wie machst du mal? Stevie ist so geil, ich liebe Stevie, Digga. Auf Festivals. Wir müssen auf Festivals vergehen mit Rico. Ohne Scheiß für Videos, Digga, wäre brutal. Und wenn die See wieder abgeht, ich kann mir das gar nicht angucken. Ich würde schon durch, wenn ich sowas sehen würde. Diese Mucke alleine schon. Herr Thomas. Yeah. Thank you. Thank you guys.
Warm-up, it's just a warm-up, yeah? Yes. Just warm-up. Yes. Just a warm-up, das kennen wir doch. Okay, never mind. Just warm-up. Just posing, yeah? Yeah, just posing and this routine will be much easier than competing. I understand that, yeah. That's it. He does it... King Kalle from Germany. He's King Kalle from Germany. In the past, he had to do it every time. He can do it too. Before 20 years. Was kannst du machen? Was er hat gesagt? Er hat das auch keine gemacht. Ahnung, ich habe es selber nicht verstanden. Ja. Ich habe gesagt, er hat auch gemacht. Er hat das auch gemacht. In seiner Primetime. Salto, alles hat er auch gemacht. Split, alles. 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 Ja. Das ist eben King Kalle. Ne? Vor langer, langer Zeit hatte ich auch mal Muskeln. Ganz, aber dafür ganz große. Ja, nicht so was. Kalle. Also das ist King Kalle, ne? Also. Richtig. Hast du eh nicht auch so akrobat tragen? Hm? Er war auch so. He was akrobatic too. Like Toner, genau. Cool. Tonvater Jan. Let's go. Warum, why you can speak a little bit German? I was living in Germany school, then my ex-boyfriend was German. I was living in Los Angeles, but I was speaking German. Okay, understand. And you know that finally I speak German, English. Fine. German guys, good guys. Yeah, just Ordnung. Fuck the rest, the German guys the best. Genau. Ich verspreche dir auch, ich gucke auch nicht in den Ausschnitt rein. Guck nur ins Handy. Nee, genau. Nice woman. Looks good. Du brauchst vom Bikini, ich denke. Nee, ich brauch dich ohne Bikini. Ja. Oh, das ist Las Vegas, ja. Aber weißt du die Show? keine Ahnung, das musst du. Bei Instagram bist du nicht? Was? Bei Instagram bist du nicht? Was? Bei Instagram? Was? Bei Instagram. Ah, Instagram. Ein Profil bei Instagram hast du nicht. Hast du da keine Bilder so richtig, dass man gucken kann? Dass man ein bisschen luschern kann. Ich bin keine, weißt du. Bisschen luschern, weißt du, so ein bisschen. Krasser Scheiß, Alter. Thank you very much. Thank you. Brutal. Hier, ich hab sie gefunden. Absolut brutal. Was? Zeig mir her. Ja, guck hier. Da ist sie. Und warum hast du mich nicht kennengelernt früher? Ja. Na, du bist doch auch, ey. Mann, bist du. Jetzt kommst du hier. Jetzt kommst du um die Ecke, wo hier, alles wo vorbei ist. Wo er fast tot ist. Jetzt kommst du an. Wärst du damals mal gekommen? Das war geplant. Ja, aber ehrlich mal. Schön, jetzt immer auf der Fibo und jetzt immer hintereinander, ne? Alles gut? Ja, bei dir auch. Ja, alles super, gut. Danke sehr. Wir sehen uns noch, ne? Kennt ihr euch? Michael, wait. Ja, 20. Ich bin der andere. Ich bin der andere Schwarze. Ach so, ist der doof. Echt, der war gut jetzt. Ich bin der andere Schwarze. Aber ich weiß auch nicht. Nein, der ist von Dennis Friedrich. Das ist der Coach auch. Genau. Der weiß ich doch. Ja? Ich weiß alles, Digga. Ja, okay. Ich mach nur auf Shadow-Modus. Da bist du auch gut benannt wieder. Mach auch was bei dir. Ja. Genau, ich spiel jetzt ab. Oder ich habe vor, Prag zu machen. Ja. Ich glaube Mitte November. Das erste Mal seit 6 Jahren. Und ja, ich habe schon mitgekriegt. Du warst ja damals nicht gut damit. War gut, so haben die Jungs da im Podcast ja auch gesagt. Oder? Ja, das war so. Ich alle freuen, dass du da eigentlich verschenktes Talent. War traurig, dass ich aufhören musste. Aber jetzt habe ich das alles gefixt. Hier war ja komplett im Arsch. Da bin ich echt glücklich. Ja, Mann. Cool, ja. Deswegen. So, und wo ist Tobi? Wie geht's Tobi? Ja, der ist da hinten links. Auf der der startet gleich, ne? Nachher, müssen wir gucken gleich. Ich glaube 16:30 oder? Hab ich schon Geil. Ja, sonst eine gute Veranstaltung hier. Hast du noch jemanden am Start? Ich habe gerade, der ist gerade irgendwann mir vorbeigeschlichen. Okay. War der hinter mir, der Max? Ja. Der startet jetzt gleich Classic. Okay. Boah, sieht gut aus, hat sich verbessert, war in Schweden. Okay, cool. Freue ich mich. Ja, viel Erfolg euch dann. Danke, euch auch, ne? Hat mich gefreut. Viel Glück, ja. Also wir gehen jetzt zu McDonald's, wir würden euch was mitbringen. Willst du was? McDonalds. Also du willst nachher später was Vernünftiges hinter die Kiemen. Ja. Wir was gehen ab jetzt? Masseladen zu McDonalds. Wo denn sonst? In den Masseladen oder Evel Masseladen? Masseladen. Evel Laden, nochmal. Ich will nochmal laden. Ja. Da muss Masse in den Körper rein. Masse in den Körper, sagt er.
Burger okay. und Pommes und Fett und Salz und alles okay. Mögliche. Brauche ich auch. Genau. Brauche ich auch. Alex, brauchen wir auch eine, oder? Hm? Brauchen wir auch das gleiche, ne? Ja, sonst sind wir so flach. Ja, wir sind flach. Er wird schon ganz flach vom Film hier, vom Verhalten der Kamera. Und sie ist auch flach, guck mal. Oh Mann. Unser Feind. Schöne Schuhe. Schönes Wetter ist auch flach. Das Wetter ist überhaupt nicht flach hier. Aha. Vanille. Come on, Rico. Los geht's hier. Jetzt next. Next one. Next one. Classic Physik Champ hier. Yeah. Next one. He make it prall. Make it thick. Make it big. Bigger. Bigger. Come on. Make it bigger. I massage you. Where, and you bestelling. You bestelling. Aber nicht weg, gleich. Chicken Wrap wollte der Heiko haben. Welchen nehmen wir denn? Classic? Ja, gut. Okay. Bacon Roll? Echt? Willst du das scharf machen? Extra scharf? Nein, ja, nochmal ganz normal. Okay, okay. Ganz normal, oder was? Salz, Käse. Ja. Änderung zurücknehmen. Okay, was willst du, Alex? Was willst du? Mach du erstmal. Was esse ich denn heute? Guck mal, was Neues. Burger. Ja, guck mal, was der Burger ist. Neu. Maestro, Grand, Classic. Was ist neu? Was ist neu? Das gibt's bei uns gar nicht. Neuheit, ja, meinst du? Aber ich mag so Bacon-Scheiß nicht. Bacon, nee. Das ist auch Bacon. Big Mac. Nee, ich will das normales hier. Pierogi. Wer, wo ist denn der Pierogi-Burger hier? Der Pierogi-Burger, wo ist er denn? Hier, McDouble, das will ich was. Ich überleg, was mach ich? Ich bin hier. McDouble Royal. Ich nehme so ein Crispy Chicken. Und dann. Wo ist der andere? Mac Chicken ein. Nur am Chicken, ey. Der ist ja richtig hier. Ja, Bodybuilding Lifestyle, weißt du? Und dann. Lass mich noch. Pommes dazu. Chicken Wrap. Hier ist die wieder der Cola, darf ich ja nicht trinken. Danke. Also jetzt nur noch. Das. Neue Burger, den es in Deutschland nicht gibt. Probier ich jetzt mal, sieht gar nicht so schlecht aus, Alter. Für so einen Meckes. Boah, der sieht gut aus, ja. Wirklich. Ja. Boah, nicht schlecht. Pommes und Welcher war denn das? Weiß ich gerade gar nicht. Und ein McFlurry mit White Lion und Vanillesoße, Digga. Das war der Aufruf. Da Rico ist dran. Da musst du das mitnehmen. Da müssen wir mitnehmen. Stell da oben hoch. Was war das normal? Was wolltest du wissen noch? Also overall. Wer er ist, was er macht. Er ist Valerie. Wie er zu uns kommt. Er ist Valerie. Und ich will die Valerie durchbeleidigen gerne. Aber ich finde den Ansatz. Valerie ist auch ein deutscher Name. Russischer Name. Er hat doch gewonnen. Du wirst mir was über Deutschland sagen. Treu bei uns im Team und gibt Gast für dich. Ja, genau. Also, er ist schon auf jeden Fall. Bisher hatte ich mich nur auf den Sport, sag ich mal, konzentriert. Und so bin ich auch Profi geworden. Also mit Instagram und so weiter habe ich nicht viel am Hut gehabt. Mhm. Also dann bin ich bei ungefähr vor 2 Jahren zu Max gekommen. So, Frau Hauptstadt, auf die Insel. Burger ist dran. Wir sind jetzt ruhig mit der Meisterschaft und fahren nochmal Burger essen hier. Die Jungs haben einen Burgerladen ausgesucht. Der Rico und der. Ich wollte es sehen. Ja. Der Rico und der Valerie. Und jetzt gehen wir Burger essen hier. Komm noch ein Burger, ne? Von mir. Was ist nochmal unser Song, Bruder? Steve, was ist unser Polen-Song nochmal? Baby, don't forget my burger. Und jetzt auch die Burger. Warte, erst mal Pose, hol dir dann noch die Burger, ja? So. Erst mal
auch mit danach? Danke. Okay.